Willkommen zurück zu Final Fantasy Brave Exvius und zwar Free-to-Play-Account. Ja, hat sich ein bisschen was getan, wie man vielleicht schon sieht. Hab ein bisschen beim Brave Frontier Banner beschworen und ja, da kam Vargas, der wollte unbedingt zu mir und Noctis kam auch noch. Und Tillith kam auch noch dazu, also haben wir jetzt vom Originalteam eigentlich nur noch Orlando und Benfilia übrig. Ist aber auch gar nicht schlimm. Dieser Typ, ey. Ja, ultra Lack mit dem Account irgendwie. Ja, ich denke, ich bin auch noch dabei. Hallo, Leute. Ja, genau, und Jan ist auch noch da. So ein Lack hätte ich gerne auf dem Main-Account mal. So lag hätte ich allgemein mal. Ich bin die gerade ein bisschen am Aufbauen. Mir fällt gerade auf, warum habe ich denn eigentlich hier Minfilia noch. Ach so, ne, Minfilia brauche ich ja wegen Elementschutz. Doch, das kann raus fürs Event. Und Karl noch rein. Macht mehr Sinn. Ja, bin die gerade ein bisschen am Hochleveln und auf 6 Sterne entwickeln. Das Ziel werde ich vielleicht noch auf 6 Sterne machen, vielleicht auch nicht. Ich denke aber eher weniger. Sonnen kommt auf jeden Fall noch auf 6 Sterne. Es droppt ja ultra geil bei dem Event. Und übelst oft kommen diese Metallgötter. Aber auf beiden Accounts, also. Und man hört es auch von vielen anderen, kann nicht nur ich sein. Ja, hatte ich auch relativ viele, also viel mehr als beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich mich mal aufgeregt, dass ich gar keinen bekommen habe, aber jetzt hatte ich insgesamt schon so um die 5, 6 Stück. Ja. Der Karl kann auf jeden Fall da bleiben. Wir machen auf jeden Fall erstmal das, was wir beim letzten Mal nicht geschafft haben. Den Brontosaurus. Der sollte jetzt eigentlich ganz easy liegen. Wo ist der Erdturm, genau? Du spürst eine starke Präsenz. Bleibst du hier? Nee, ich bin zum Spaß hingelaufen. Also, dann schön. Ja. Sowas erwartet da wahrscheinlich der Mori oder keine Ahnung. So, erstmal einen Angriff hochmachen hier mit Orlando, da göttliche Zerstörung. Karl ist halt Karl. Der Bronto greift, glaube ich, mit Eis ein bisschen an, oder? Kein Plan. Weiß ich gar nicht mehr. Ich mache einfach mal Eiswache so zum Spaß. Ach ja, und mit Tillith Elementarschutz. Okay, der hält ja doch schon ein bisschen was mehr aus und hat zwei eingeschläfert. Okay. Ist ja jetzt für Tillith nicht so das Problem. Oh, Züge und Abwehr auch und Karl wieder verteidigen. Obwohl Karl eigentlich Normalangriffe machen könnte. Na, jetzt ist er eh tot. Da brauche ich nicht mehr drüber nachdenken, was Karl macht. Dumm rumstehen und zugucken. Das sowieso, ja, das ist sein Hauptjob. Das war falsch rum, der erste Orlando. Na egal. Orlando hat jetzt sowieso nicht mehr genug Mana, um was anderes zu machen. Also break der jetzt einfach nur. Jetzt kommt Ultima. Ein Glück habe ich einen Zyber oben. Funktioniert auf jeden Fall gut jetzt. Ah, hat Minfilia weggeblasen. Gut, Nein. zum Glück keine wichtige Einheit. Das wäre richtig scheiße, wenn er jetzt Vargas oder Orlando weggeblasen hätte.
Aber man sieht schon, die brauchen auf jeden Fall noch Equip. Oh, da ist er kaputt. Was kriege ich denn eigentlich damit? War das nicht der komische Bogen? Boah. Aber ich glaube der Killerbogen. Wir haben jetzt 60 Attack und Dark Element, oder? Ja, mal gleich sehen, würde ich sagen. Killerbogen erhalten. Jo, Dark Element, 60 Attack und glaube Vogelkiller oder sowas hat er noch mit drauf. Irgendeine Killerfähigkeit. Deswegen heißt er ja so. Ah, hier ist jetzt leider kein Boss mehr, aber das macht nichts. Die anderen im Vortex haben wir ja noch. Gucken wir mal, vielleicht können wir da noch was erledigen. Das wird dann aber höchstwahrscheinlich eher die Freundeinheit tragen, als das als meine Einheiten machen werden. Wie ja schon bei Gigamesh. Da habe ich meine Lightning genommen, um fertig zu machen. Hab leider den Limit Burst verkackt, deswegen war der treue Mogri nicht dabei. Und mir beim Schläfer. Das hat mein Orlando gemacht. Ja, setz mal Lapis ein, müssen wir sowieso um Energie zu bekommen. Den muss ich noch mit dem S-Pop töten, aber das macht sich halt schlecht, wenn die Freundeinheit quasi one-hitted ist, wie, dann kann man da keinen S-Pop rufen. Gruppe von höchstens 5, einschließlich Begleiter, besiege den Erzdämon mit einem S-Pop, schließe ab ohne kampfunfähigen Verbündeten. Was gibt's denn da überhaupt? Bei wachsende Bedrohung. War, glaube ich, die Magierroute oder sowas. Gucken wir mal rein. Ah, hier die Elsa. Oh, hat die Elsas Sense? Wunderbar, also dunkle Element, das ist perfekt. Jetzt hätte ich Noctis mitnehmen sollen, anstatt Karl. Zumindest mal blenden können oder ja, obwohl mit Tilfs Heilung eigentlich scheißegal, Comeback zu schmeißen. Wahnsinn, ja gut, Wahnsinnsrausch brauchen wir gegen den Kaktoris jetzt nicht einsetzen. Au, oh, okay, hätte man vielleicht doch einsetzen sollen. Scheiße. Oh, Backe. Ich krieg einfach keine T3-Dinger, ey. Wie soll ich das enhance, wenn ich die nicht kriege? Ah, das ist bei mir auch das Problem. Oh, er hat zum Glück nicht angegriffen. Bei mir auch das Problem, ich kriege kaum T3 oder T4 auf dem Main-Account. Hier auf dem Free-to-Play, da bin ich ja, farm ich das ja noch gar nicht. Wie auch, wenn noch nicht mal das Team komplett ist auf Maximalstufe. Ja. Ach du Scheiße, die ganzen Bomber kommen ja auch hier. Klingenblitz sollte funktionieren. Ja. Sucher und Io. Der Sucher muss zuerst fallen, das weiß ich noch. Ne, nicht reiniger Schlag. Okay, dann machen wir erstmal Klingenblitz, damit der Sucher down geht.
Hey, ich kann den Skill mal noch nicht verbessern. Mir fehlen gar keine T3, mir fehlen T2 und T1. Oh okay. Dann habe ich nichts gesagt. Die kriege ich easy ran, dann muss ich aber nur dumpf haben. Die kriegst du schnell, ja. Okay, Karl ist tot. Was soll's? War das eigentlich ein Ziel, dass alle überleben müssen? Ja, scheiße. Okay. Karl! Was soll's? Oh. Ja, Karl hat's versaut. Karl ist schuld. Er hat nicht Menschen getötet, er hat sich selber getötet. Oh, Karl! Man tötet nicht sich selbst. Oh, du hast recht. Keine Items war ja kein Ziel, oder? Nö, gut, dann kann ich ja Mana-Zeug rumschmeißen. Das Lustige an dem Trail ist hier, dass der Dämon am Ende das leichteste vom ganzen Trail ist. Dem musst du einfach immer nur einen Break geben und dann war's das auch schon. Okay, läuft. Dem Oktopus sind alle seine Arme gestorben oder Kopf nicht. Das ist auch mal neu, sonst stirbt immer der Kopf zuerst. Ja, Elsa, der ist tot. Du kannst aufhören. Ach ja, lass die anderen auch noch angreifen. Kriegt man wenigstens noch Limitkristalle. So, Tillif bufft ja Resistenz gegen. Ne, Moment. Ne, hat sie ja gar nicht. Die hat ja nur Stat-Down-Resistenz. Ach ja, dann bufft die Stats und Minfilia kann derweil hier mal einen Turbo-Ether rumschmeißen. Macht Wahnsinnsrausch und der macht einen Break. Weil, wenn man ihm einen Break gibt, dann nutzt er seine Runde, um den Break zu entfernen. Und ja, macht sonst höchstens noch seine Thresholds oder greift normal an. Aber macht nichts Schlimmes weiter. Also kann man ihn sozusagen Endless breaken und sonst immer drauf kloppen. Ja, genau. Einfach breaken und runterhauen. Solange du immer einen Break drauf hast, ist kein Problem. Ach kacke, meine Minfilia hat noch gar keinen Dunkelschutz. Das ist natürlich suboptimal. Mit Tillif ist halt das Heilen auch kein Problem, weil die heilt ja 100%. Scheißegal, wie viel Schaden er macht. Solange die Einheit mit dem Schaden nicht tötet, völlig Banane. Ja, bei 50% macht er nochmal ein Graviga und ich glaube bei 30% nochmal. Oh, ich hab Break vergessen. Fuck. Okay. Hat sein Threshold gemacht zum Glück. So, Breaken nicht vergessen diesmal. Ja, oh, da wäre down.
Ist schon lustig, die alten Bosse jetzt zu machen. Und was ist es? Ja, Magierroute. Wusste ich's doch. Yay! Die bringt mir halt so gar nichts. Hey, hey. Was haben wir hier noch als nächstes? Antonellas Angriff. Ja, einen Versuch kann man machen, warum nicht? Besiege Antonella mit einem Esper wird nicht passieren. Gruppe von höchstens 5. Nee, eher nicht so. Schließe ab ohne Kampf und fähigen Verbündeten. Da glaube ich jetzt nicht so dran. Scheint ja sehr zuversichtlich zu sein, der Boy. Dann nehmen wir mal Noctis mit und nehmen hier noch unseren Noctis anstatt Karl. Ja, gucken wir mal, wa? Ja, das wird nichts. Ja, das war klar. Dachte mir auch gerade, wie willst du das bitte hinkriegen? Da hatte ich auch früher Probleme mit. Aber du musst an dich glauben. Denn wenn du an die Macht der Karten glaubst, hast du alles. Wenn ich jetzt noch wüsste, mit welchem Element die angreifen, dann würde ich wenigstens gegen das Element schützen. So, wir gehen auf den nächsten hier, den geblendeten. Ah, der hat's Mana von Orlando gezogen. Nicht nett. Oh, da musste Vargas sein Angel Idol benutzen. Warte, wir nehmen einfach ein Elixier.
Man will die einfach nicht am Leben lassen, ne? Scheiße. Das ist jetzt sehr unpraktisch. Unbedingt mal dafür sorgen, dass Tillith Dings hier bekommt. Immunität gegen Statuszeugs, was sie disabled. Jawohl, als ob. Als ob. Fuck. Ja, war klar. Da hat sie es erledigt. Na gut, da warte ich erstmal, bis das ganze Team auf 6 Sterne voll ist. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder. 22 Minuten, gute Länge. Würde sagen, keine Ahnung, in den nächsten Tagen hab mal genauso wieder. Genauso viel Glück beim Beschwören wie Robert. Ja, das auf jeden Fall. Viel Glück beim Beschwören. Macht's gut.